Ich Arthur, ich Arthur, ich Arthur. Arthur! Melk Bahnhof. Und damit ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, zu meinem neuen Let's Play von The Lion's Song. Ein Spiel auf Steam, wo der erste Part kostenlos ist und die anderen kosten jeweils Geld dann. Und ja, das hat einfach so eine coole Pixel-Grafik, die mir relativ gut gefällt. Und ich habe gedacht, dass ich das gemeinsam mit euch mal zusammen ausprobieren werde. Ja, diesmal wieder allein. Der gute Cynix ist halt beim anderen, beim Escapist einfach nur dabei. Und ja, ich hoffe, uns gefällt es. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie es hier losgeht. Hast du genug Socken? Du brauchst genug Socken, es ist kalt dort. Mama, du hast die Socken doch selber in den Koffer gepackt. Es ist voll mit Socken. Er ist voll mit Socken. Zusteigen bitte. Zusteigen für den Zug nach Wien. Na dann. Du wirst schreiben, ja? Jeden Tag, Mama, versprochen. Ach du Lügner. Zusteigen, letzter Aufruf für Wien. Lass den Bub doch gehen. Er wird Ärger kriegen, wenn er mich... Was? Wenn er nicht zurechtkommt. Mach es gut. Okay, dann bin ich mal gespannt, um was es in diesem Spiel so geht. Es soll so ein bisschen ein Rätselspiel sein. Mach es gut, Mama und Papa. Macht es gut. Ja, also wie gesagt, Wilma hat damals noch damals denselben Zug genommen. Jetzt ich. Okay, also nochmal. Es ist anscheinend so eine Art Rätselspiel. Und ja, Wien, Musikakademie. Also bin ich jetzt... Ich? Also bin ich das jetzt oder bin ich jetzt der Typ im Zug gewesen? Arthurs Schreibtisch. Sein Arbeitsplatz. Dann klicke ich mal, wie viel er an diesem Tisch wohl schon komponiert hat. Nun denn, klicke ich mal hier drauf. Arthur, wo bist du? Du hast mich doch gebeten, hierher zu kommen. Jetzt sitze ich hier und warte. Vielleicht willst du ja endlich über uns reden. Okay, ich frage mich, ob wir hier in der Ego-Perspektive spielen. Ich glaube, das ist schon so. Aber du bist doch so schüchtern. Du würdest nicht wissen, wo du beginnen sollst. Sei nicht dumm, Wilma. Du hoffst immer, es passiert. Dann passiert doch nie etwas. Okay. Ich weiß gar nicht, um was es hier wirklich geht bis jetzt. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe dich einfach sehen müssen. Entschuldige meine Verspätung. Ah, okay. Jetzt haben wir anscheinend... Also sind wir jetzt die hier. Und nicht der... Das war ja vorhin ein Typenzug eigentlich, oder? Ah, ich weiß nicht. Warum wollten Sie mich sprechen? Woran werden Sie... Warum wollten Sie mich sehen, Professor? Warum wollten Sie mich sehen, Professor? Ach, sag Arthur zu mir. Warum wolltest du mich sehen? Also um ehrlich zu sein, ja, Wilma. Deine Aufführung im Saal, Salon, es war beeindruckend, die Spielen zu hören. Die Gäste, sie haben ihren Ohren nicht trauen können. Das freut mich. Sie wollen mehr von dir hören, Wilma. Wir müssen diesen Moment aufrechthalten. Wie kommst du mit der neuen Komposition voran? Sie ist schwieriger als die anderen. Deine Musik ist so neu, so bezaubernd. Sie fordert einen heraus. Ich glaube, nein, ich weiß, dass wir kurz davor sind, etwas Großartiges zu schaffen. Die Zukunft der Musik. Arthur, ich... Wir müssen auf deinen letzten Erfolg aufbauen. Hörten wir jetzt auf, wir verräten diese Chance. Ah, verstehe, okay. Wir müssen weitermachen. Wir müssen weiterarbeiten. Wir müssen dich, deinen Namen, etablieren. Also ich, das ist, was nun? Ich habe schon angefangen, aber? Oh Arthur, ich komme nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Tja, meine Liebe. Google hilft. Ich weiß nicht, wie ich die Komposition beenden soll. Sag doch nicht, Wilma. Sag das nicht, Wilma. So weit sind wir gekommen. Alles, wofür wir gearbeitet haben. Ich ertrage es nicht, dich zu enttäuschen.
Ich weiß, was es ist. Der Druck von Institut. Leute, die deine Aufmerksamkeit ringen. Leute, die um deine Aufmerksamkeit ringen, die dich auf die Straße ansprechen, Ich, der dich noch weiter unter Druck setzt. Du doch nicht, Arthur. Nein, du doch nicht. Du brauchst deine Verspätung. Was? Veränderung, so viel steht fest. Du brauchst deine Veränderung, so viel steht fest. Hör einmal, ich habe da eine Hütte in den Bergen. Dort wirst du dann du bestimmt schreiben können. Nee, ich will doch nicht mit dem alten Knacker dahin. Nein, das kann ich doch nicht annehmen. Ach was? Deine Lehre? Deine Führung? Deine Hilfe mit dem Stipendium? Du wirst die Zeit alleine brauchen. Die Stille. Ja, die Stille. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Arthur, ich kann nicht. Das ist keine Bitte, Wilma. Es ist beschlossen. Es ist ein Befehl. Eine Kutsche wird dich morgen abholen. Und da ist genug Proviant in der Hütte. Also gehen wir jetzt in eine Berghütte, wo wir alleine sind. Sehr, sehr schön. Pack nicht so viel ein. Du willst dich deine alten Geige nicht willst du deine alte Geige nicht mitnehmen? Doch diese alte Geige zu spielen beruhigt mich. Du wirst die letzte Strecke gehen müssen. Das ist ein ganz schöner Aufstieg. Ich werde es schon schaffen. Nun gut, es wird das Beste sein. Du wirst ganz alleine sein, ohne Ablenkung. Leute, wir sind alleine auf einer Berghütte. Irgendwo in den Alpen. In der Schweiz. Also bei uns hier irgendwo. Berge, Hütte, Telefonmast. Wald. Fast da. Ein paar Schritte noch. Wald. Nur noch ein bisschen. Telefonmast. Puh. Ah, da sind wir ja. Also wir sind auf jeden Fall hier, diese Wilma. Endlich bin ich hier. Das ist sie, Arthurs Hütte. Oh Arthur, ich hoffe so sehr, dass du recht hast. Dass ich hier meine Inspiration finde. Nun denn? Pfad, Hütte. Das muss die Hütte sein. Hoffentlich kann ich bald wieder schreiben. Also Pfad. Der Pfad führt hinunter zu Arthurs Hütte. Okay, Hütte. Das muss die Hütte sein. Hoffentlich kann ich bald wieder schreiben. Okay. Berge. Beeindruckender Ausblick. Berge. Dunkle Wolken hängen über den Bergen. Fast als warten sie auf etwas. Der Wind nimmt allmählich zu. Es kann nicht mehr lange dauern, bis der Sturm hier ist. Ja, dann bin ich aber schnell nach dem Wilma. Ich sollte mich beeilen. Ja, solltest du. Fahrt. Hütte. Ah, jetzt macht sie sich auf den Weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Warum hat mein Handy eigentlich vibriert? Episode 1. Silence. Tut mir leid, Leute, das war gerade... Ich hab's gerade noch vor dem Regen geschafft. Hoffentlich hört es bald wieder auf zu regnen. War ganz schön anstrengend hier herauf. Du bist das Hand nicht gewohnt. Puh. Na gut, Wilma. Zeit, deine Tasche auszupacken. Telefon. Oh, da gab's schon Handys? Ah, okay. Meine Tasche. Ich bin ruhig. Was? Ich bin richtig hungrig. Hier drin sollte doch irgendwo noch Brot sein. Notenpapier? Ach, hier ist es. Oh, da war ein Brief darunter. Von wem der wohl ist? Lulu, Errungenschaft freigeschaltet. Da steht, erst bei Ankunft öffnen. Okay. Meine treue Wilma, ich hoffe, dass du die Hütte ohne Probleme erreichst. Du hast bestimmt schon zu schreiben begonnen, inspiriert von der schönen Natur um dich. Weiterlesen. Ich muss dir jedoch etwas gestehen. Oh, jetzt wird's spannend. Ob er wohl etwas über uns schreibt? Ich habe bereits vor deiner Abreise damit begonnen, ein Konzert im Musikverein zu organisieren. Ich konnte einige berühmte Kollegen überzeugen, Werke beizusteuern. Weiterlesen? Ich musste mehrere Gefallen einfordern. Doch. Was? Herr Schönberg, Herr Berg, heißt er einfach nur Herr Berg? Herr Berg und Herr Mahler haben zugestimmt, Werke für diesen glorreichen Abend zur Verführung
zur Verfügung zu stellen. Leute, es wird langsam spät. Deine Kombination wird jedoch im Mittelpunkt stehen. Das große Finale, sozusagen. Wilma, denk doch nur daran. Du musst alles ganz persönlich für dich, das muss alles ganz persönlich für dich kommen. Und ich bitte dich um Verzeihung. Doch deine Zeit ist jetzt. Jetzt. Oh, die sieht traurig aus. Die Musiker brauchen das Stück bereits nächste Woche für die Proben. Im Vorfreude deiner Rückkehr, Arthur. Oh, 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 oh. Ein Konzert? Fragezeichen? Oh nein, nicht weinen, Wilma. Eine Woche? Wie soll mich das hier beruhigen? Fragezeichen, Arthur, wie konntest du nur? Der Sturm ist schon fast hier. Wie soll ich jetzt etwas schreiben, wenn ich noch nicht hinaus kann? Ich sitze hier fest, mit dem Sturm draußen. Und in mir Stille. Draußen? Es hat zu regnen begonnen. Wie lange der Sturm wohl anhalten will? Nur denn, Telefon. Hallo? Was? Jedom Neko? Wie bitte? Deutsch? Ja. Wer ist da? Ich, also, mein Name ist Leos. Okay. Sind Sie noch da? Ja. Erstaunlich. Ich frage mich, sind Sie in der Nähe? Wo sind Sie denn? In den Alpen. Ah ja, okay, Alpen. Hat es natürlich auch in Österreich. Den Bergen? Ja, die Alpen. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Man hat mir erzählt, dass man über weitere Distanz reden kann. Aber dann wirklich eine Stimme zu hören? Wie großartig. Das bedeutet, ich kann endlich mit meinem nächsten mit meiner Nichte Nicole reden. Magenknurren. Was war das? Ein Pups war das. Nichts. Nichts, es tut mir leid, meine Liebe. Aber dieses Gespräch ist wie Musik für meine Ohren. Wie? Wie peinlich. Dieses Geräusch höre ich täglich, wenn meine Gäste mit leeren Magen zu mir kommen. Meine Gäste. Ach, Sie sind Gastwirt, Leos? Bin ich. Bei mir gibt's die besten Knödel in ganz Böhmen. Besonders, wenn sie frisch aus dem Topf sind. Mit einer herzhaften Soße. Noch mehr Magenknurren. Und wenn man sie anstricht, anstricht. Und es dampft so heraus. Das klingt köstlich. Sie sind köstlich. Sie müssen einmal vorbeikommen, damit wir welche für sie machen können. Ich wünschte, ich hätte schon eine Portion hier. Natürlich wünschten Sie das. Oh, 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 oh. Verzeihen Sie mir. Sie sind bestimmt schon ganz hungrig. Es war meine Freude, mit Ihnen zu sprechen, Madame. Oh, es tut mir leid. Wo habe ich nur meine Manieren? Ich habe Sie nicht einmal nach Ihrem Namen gefragt. Ich heiße Wilma. Wilma? Wilma, es war mir eine Freude, mit Ihnen reden zu dürfen. Glauben Sie, wir können bald wieder miteinander telefonieren? Man hat mir eine Nummer gegeben, 1255. Vielleicht. Ich hoffe es. Auf Wiedersehen, Leos. War das Geflirte? Auf Wiedersehen, Wilma. Ach. So, jetzt aber das Brot. Ich habe echt schon Hunger. Jausenbrot. Na dann hau mal rein mit deinem Jausenbrot. Nom 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 nom. Schmatz, 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 schmatz. Das schmeckt herrlich. Jetzt bin ich müde. Das war zu viel für den ersten Tag. Ja, dann geh mal schlafen, komm. Oder so. Ja, so schlafe ich auch immer. Draußen taucht die Sonne gerade zwischen den Häuserschluchten auf. Neben Wilma rührt sich jemand. Was? Neben ihr? Arthur. Ah, ich nehme an, die träumt das. Ich, Arthur. Ich, Arthur. Ich, Arthur. Ich, Arthur. Ich, Arthur. Ich, Arthur. Arthur! Okay, Arthur. Wilma? Hä? Bist du wach? Jetzt bin ich es. Oh, es ist schon spät. Wie können wir hier sein? Ich war doch gerade eben noch... Ich muss los. Bleib doch noch ein wenig. Nein, Arthur, bleib. Bleib bei mir. Ich muss wirklich gehen. Man erwartet mich zurück an der Fakultät. Aber es ist doch deine Fakultät. Ja. Ja, du bist meine Studentin. Eigentlich sollten wir gar nicht zusammen sein. Ist es das, was wir sind?
Zusammen, geheime Liebhaber, Studentin und Lehrer, zusammen. Zusammen? Von draußen dringt das Läuten der Kirchenglocke herein. Schon 6? Ich bin schon zu spät. Was kann so dringend sein? Ich bekomme heute Schönbergs Beitrag zum Konzert. Ich muss da sein. Oh, es wird großartig. Arthur, wir sollten reden. Stell dir nur... Oh mein Gott, was ist denn hier? Stell dir nur ihre Gesichter vor, wenn dein Werk ertönt. Was machst du? Stell dir vor, wo du in einem Jahr sein könntest. Oh, der wird aggressiv. Hör auf, du tust mir weh. Die Zukunft der Musik. Nein, Arthur, nein. Okay. Das war ein Albtraum. Tag 2. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Arthur, endlich war ich mit dir zusammen. Ja, aber nicht besonders einen schönen Traum. Und sie sagt trotzdem, endlich dies, das und so. Ich will, nein, ich muss die Komposition schreiben. Aber wie beginnen? Überlegen. Los, Wilma, konzentrier dich. Du hast das doch früher schon geschafft. Alles könnte Inspiration sein. Also sogar der Popel in der Nase hier? Naja, Leute, wir haben den ersten Tag geschafft. Dieser Teil wurde dann gerade ein bisschen kürzer, weil ich habe auch nicht besonders viel Zeit. Ich werde, glaube ich, sicher noch einen zweiten Part machen oder vielleicht auch noch einen dritten. Mal schauen, wie es mir gefällt. Wenn es euch gefällt, haut mir doch mal einen Daumen nach oben da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim zweiten Tag wieder und haltet die Ohren steif und...